Ein wunderschönes Hallo bei Far Cry 5. Wir haben da hier irgendwie so eine Olle da, die auf dem Hof rumrennt. Das ist unser Haus, die soll da mal weg, glaube ich, oder? Also. Ja, wär ganz nicht. Nett. Also ist garantiert unser Haus. Wer ist denn sonst? Oh! Ah! Story! Jagdsaison? Nein. Und einen neuen Feind, den Puma. Diese abscheulichen Bestien haben einige geliebte Diener des Vaters angegriffen. Also wenn du irgendwelche Pumas siehst, töte sie, okay? Ja. Wie auch immer. Was wollen wir denn hier machen? Wir sind hierher geeiert. Die haben eine Mission von der netten, komischen... So alt ist ja, die gar nicht, wie sie sich anhört. Ach so. Ah, jetzt weiß ich. Du musst auf die Karte gehen. Ja, Entschuldigung. Das ist hier jedes Mal, wenn du über diese Mission gehst, dass er immer wieder das anfängt. Der Kult hat die kleinen Peaches geärgert und jetzt Peaches. Sie den Wichsern ihre Schwänze ab. Wenn sie einer sieht, sagt mir Bescheid. Okay, das Spiel ist, glaube ich, ja eh ab 18, deshalb ist ihre Ausdrucksweise hier okay. Wunderbar. Ja, das heißt, wir wollen hier dann mal Missionen machen, oder was? Oder was war der Plan? Ich habe doch keine Ahnung mehr von irgendwas hier. Naja, jetzt ist die Sache die, dass ja? Wir eigentlich gesagt haben, genau, wir wollten so nach und nach diesen Bereich clearen. Wir wollten Faiths Region einnehmen. Und da haben wir gedacht, dann müsste diese Tierpräparation hier wohl quasi noch etwas sein. Ja. Ich sorge mal dafür, dass die gute Dame hier Frischluft hat. Ah ja, gut. Ja, ich habe auch schon versucht, da das gleich beim Auto zu tun. Es ist so heftig. Ja gut, dann... Was? Ja, ja. So Peaches, das ist ihre Katze, glaube ich. Ja, ihre etwas klein geratene Katze. Genau. Ja. Ja, dann musst du dann mal... Nee, das nehme ich jetzt nicht an ihr Telefon. Ach, überall Missionen, das ist schlimm. Ah! Hä, hast du die jetzt angenommen oder nicht? Nein, nein, ich fand nur gerade gut, wie sie gesagt hat. Eine ältere, weise Frau, die um Hilfe beten. ja. Okay, und die hat doch schwarze Haare, oder färbt die? Ja... Keine Ahnung. Guck mal, hier Solarzellen, echt voll die Öko-Tante. Ja. Ja, also nimm doch hier die Mission. Jeder, an. Der sowas hat, ist. Ja, soll ich die? Von welche denn? Hm? Haben wir nur eine hier? Das ja. Ist nur die. Sie hat keine Zeit na, für sowas. Ja, gut, dann quatsch ich die jetzt mal an, wenn wir schon Mach hier sind. Mal. Ah, Löchchen. Hm. Achso, und das ist das Seil. Also unten kann man es lesen, was sie jetzt sagt. Ich krieg's leider nicht mit, weil ich hier unbedingt rumhüpfen musste. Durchkauen wird. Hier auf dem Campingplatz herum. Es riecht nach Achselschweiß und Fertigfleisch. Also sind diese Versager von Eden's Gate sicher nicht weit. Jetzt mach schon und finde sie. Und denk dran, Leckerlis mitzunehmen. Sie ist wie diese Drapmentussi vom Yachthafen. Für eine Belohnung folgt sie dir überall hin. Jetzt hol mir mein Kätzchen zurück. Warum macht sie das nicht selber, wenn die weiß, wo die ist und wie das geht? Ich weiß auch nicht. Ja. Jetzt, wo ich Peaches habe, brauche ich meine Waffen nicht mehr. Hat sie doch gar nicht. Die ist doch gar nicht da. Hä? Ist doch wunderbar. Komm mal klar, ey, also. Ich nehme die Leckerlis mit. Gut, ist hier okay. Noch ein Tier? Ach ja, komm mal hier rein. Natürlich braucht die Katze ein eigenes Radio. Ja, das ist schon toll. Oh, das hast du. So. Jetzt nicht mehr. Muss ich ja nicht so wohl fühlen, wenn sie wiederkommt. Nee, nee, nee. Das ist eigentlich so fies. Ah, es geht tatsächlich. Mist. Den Ball hier, meinst du? Ja, also er rollt, habe ich jetzt leider nur in die Ecke gerollt. Kann ich den da... Ach ja, oh. Oh, toll, echt, ey. Also das für ein Ball weiß, das ging jetzt ich zu weit. Ich war's nicht, ich war's nicht. Das ist, der ist, war billig, der ist alleine platt gegangen. Ja, wo sind jetzt die Leckerlis? Ich hab die schon. Ach so, ja. Wo waren die? Die waren da draußen. Ich konnte jetzt nicht nochmal einsammeln anscheinend. Oh. Also die waren also hier. Dann ist schon klar, du bist hier unser Leckerli-Mann. Ich bin der Leckerologe. Genau.
Super, klasse. Guten Tag, Dr. von Wurst, mein Name, ich bin Leckerologe. Ja. Herrlich. So, dann wollen wir mal fahren, ja? Ja, auf geht's. Hey, Katze finden. Hey, mach das Radio aus. Und hab nicht ich. Zu vergessen... Ach doch, das geht. So, ja, ich bin da. Glaube ich nicht. So. Wie denn auf dem Kopf da hingehört? Also, irgendwie schaut das. Das kommt sie dann, meine ich. Oh je. So, wo müssen wir denn hin? I don't know. Hallo? Wo ist das denn hier auf der Karte? Kann man nicht die vermisste Karte, die vermisste Katze auf der Karte anzeigen, oder? Das wäre eigentlich sinnvoll. Das ist Wade. Ja, Hallöchen. Hä? Ah. Siehst du was? Noch nicht. Henbane River, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ja gut, jetzt dieser weiße Diamant auf unserem Radar soll. Also, dahin. Nee, das ist ein Prepper-Versteck. Nein, hier das. Erreiche das nahe so. Lager und Peaches ja. zu finden. Ja, 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 ja. Dann machen wir mal Folgen. Ach so, ja, so, jetzt, so. Ja, dann geht das hier. Auf geht's. So, siehst du da jetzt sollte da man machen, ja, ja. Kann man sehen. Ja, ja kann man okay. sehen. Also man kann es auch draußen ja. sehen. Drinnen kann man sehen, ja, draußen toll. Kann man sehen. Das ist wunderbar. Ja, klasse. Fahren wir mal hin, ne? Ja, fahren wir mal hin. Nur so ein bisschen, aber. Ja, ja. Auch nicht zu lang. Beim nächsten Gegner müssen wir auf jeden Fall wieder anhalten. Wie ja, da, ich ja sag, ja, genau. Von der Seite kann ich nicht schießen. Leider. Da kann ich nicht drauf schießen. Ey, ich gibt's hier, das ist ein Gefangenentransport. Da wische ich nur wieder die Zivis. Den müssen wir aber platt machen hier. Warum nimmt er denn jetzt? Das ist doch schon wieder. Ja. Achso, der fährt einfach weiter. Ja, echt, ey. Was ist das denn? Fahr mal hinterher, halt den mal an. Ja, ich bin dabei. Hat das geklappt? Ja, ich hab's wohl aufgehalten. Kommst du zu oder? Ja. Kommst du bei? Ja. Was ist denn hier mit dem Fernrohr los auf einmal? Ich dachte, man kann's. Geht das nicht mehr, dass man das einmal klicken kann und das ist dann einfach ausgerüstet? Nee, ja. Das ist ein Zivi, okay. Hast du den, ja. Sabotieren. Ja, kannst du mittlerweile, genau. Ja, ich hab gelernt. Schon toll. Kann ich sonst noch was einsammeln oder so? Doch, hier was. Hä? Wie kann das denn sein, dass der friedlich ist? Ah, deshalb. Das macht er nicht nur einmal. Nee. Was aber meinst du, wie gut bei denen jetzt noch stopfen könnte hier? Bei dem viel nicht. Ja, aber die Soße hält nicht. Ja, na gut, das stimmt. Das ist dann so der Diätvogel. Ja. Zwei Vorteilspunkte, super. Aber hier, schau mal, du hast auch ein Gewehr mit hier Visier oder wie das heißt, ne? Also mit Fernrohr. Ja. Kannst du das? Ich dachte, wenn man den Rechtsklick macht, dass dann das Fernrohr einfach auch, also angemacht wird. Nee. Ja, ich meine, das war gedrückt halten. Ja, aber ich dachte, man könnte es also auch. Vielleicht habe ich zu sehr Sniper Elite im Kopf, das kann natürlich sein. Ja, also ich meine, hier mit gedrückt halten ist alles cool. Dann. Ja, ich dachte, man kann es halt dauerhaft anmachen, das meine ich. Das meinte ich, aber. Was ist denn jetzt da? Na, zum Missionspunkt. Nee? Hier, 36 ja, Meter. Ach, da hätte man aber Auto fahren können. Eliminier die Gegner. Och nein, warum fängst du jetzt schon an? Mach ich doch gar nicht, die schießen rum, ich bin noch gar nicht da. Was ist denn hier los? Weiß ich nicht. Oh, falsche Taste. Wie war denn nochmal Fernglas? Also hier ist einer. Die schießen hier einfach in die Erde rein. Ach so, wie man das halt so macht, ja. Den hast du, okay. So, haben wir den auch. Rüste Peach Leckerlis im Waffenrad und wirf sie. Oh, das wird ja. Nee.
Mist, jetzt habe ich das. Ach, egal. Das sind einfach ganz normale Köder, toll. So, werfen. Nee, das sind Leckerlis. Achtung, Katze kommt. Oh, Hallöchen. Ach so, ich dachte, die kommt da angelaufen. Da ist sie doch. Ja, die ist ja gespawnt. Nein, die kam hier vorbeigelaufen. Ich dachte, die kommt von der anderen Seite. Ja, bist ein Braver. Ja, ja, ein guter Hund. Kleine Katze. Oh, ich das gehört? Oh, moin. Nee. Die ist halt eine Katze. Okay, was ja, denn? Dann. Die hat schon. Hat sie so hingekotzt, oder? Nee, die einfach nur so ein ganz liebes, kleines. Achso. Putzig. Also, jetzt einfach wieder zurück. Das ist. Das wirkt zu einfach, aber gut. Ich glaube, ich muss sie erstmal ansprechen. Hallo? Ach, ich entferne mich zu weit von Peach. Führe Peach zurück. Ja, ja, da muss ich bewegen, sonst kommt die ja nicht. Ja, dann. Ja, wie denn? Du musst die Leckerli schmeißen, vermute ich. Geht das nur mit den Leckerli? Weiß ich nicht. Ich habe ihr gerade versucht zu erklären, dass sie ins Auto einsteigen soll und so. Ins Auto einsteigen? Sie hat alles so weitergeschmatzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so angekommen ist, oder? Ich habe auch einen Köder geworfen. Ja. Das klappt aber auch nicht. Wie bewegt man denn jetzt das Tier? Vielleicht hast du den falschen Köder geschmissen. Vielleicht magst du eher Chihuahua. Zwergspitz. Genau. Ah, jetzt. Ah, oh, nimm's den Campingstuhl mit. Oh, jetzt so. Aber. Oh, jetzt müssen wir hinterher hier. Los, lauf. Wie viele hast du davon? Unendlich. Ach so, ja, jetzt verstehe ich auch. Naja. Ja, bis sie da ist, kann die nicht mehr laufen hier. Total überfressen, das Vieh. Toll. Hä? Da habe ich nicht hingeworfen. Da. Ja, egal. Ja, dann halt hier, komm, da nochmal hin. Der hört sich doch eigentlich an wie ein Puma. Oh, Wölfe, Achtung. Wir haben doch einen Puma. Wir brauchen doch keine Waffen mehr. Hat die Oma doch gesagt. Wieder. Jetzt futtert die den Wolf, Mensch. Die frisst doch alles, ja. Ja. Da rennt ein Wolf davon. Wirf die mal weiter. Ey, geknurrige Mädchen auf die Nerven. Ja, dann peilt sie es aber leider nicht. Ach so. Hat's nicht so mit den Augen, ne? Oh, hier, Geschichte, kann man lesen. Achtung, da sind Gegner. Wollen wir es den Puma machen lassen? Nee, ne? Können wir machen. Ja, die kann die jetzt annagen. Macht sie eh. Also guck, die läuft jetzt hin. Und dann schnabbeluliert die da rum. Hierher, komm. Lecker Gegner. Das knackt dann auch so eklig. Also hat's eben zumindest. Ach, jetzt aber nicht, oder? Hast du die Lampe kaputt geschossen? Habe ich versucht. Geht nicht wirklich, hm? Nee, ist eine kugelfeste. Kennt man eine ja. Eine kugelfeste Lampe. Ja. Sehr gut. Oh, das ist doch auch wieder so eine Blödsinnsmission, ganz ehrlich. Nee, was soll denn das? Mir vollen Puma und so, das ist mega cool. Ach so. Ja. Okay. Hast du noch nicht so ganz verstanden? Nee. Na, echt, ey. Guck, wir sind ja schon da, ist doch toll. Komm, hier bist du gleich ausgestopft. Ist das nicht schön? Ach. Das Anwesen. Auch noch. Puma muss sterben. Warum denn? Der Alte versteckt ihn irgendwo. Ja, vermutlich bei sich zu Hause. Ja. Oh. Das ist nicht nett. Nee, jetzt lad nach. Du musst in Schusslinie gehen. Ja, der Puma muss fort. Hä? Von wo? Ach, von hinter mir. Okay. Oh Mann, ey. Jetzt schon wieder. Ich hab dir ganz schön die Zange genommen. Ich brauch Hilfe. Na toll. Ja, ich stand irgendwie so leider mittendrin. Ja, ich auch irgendwie. Ich versuch mal zu dir zu kommen. Da steht einer, ne? Vorsicht. Ja, hier stehen überall welche. Merkwürdig. Echt, ey. Was soll das denn? Toll, das war der letzte Schuss vor dem Mac-Wechsel hier. Oh,
jetzt muss ich schon wieder Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ach. Und ich habe mich noch über die Mission aufgeregt, dass sie so sehr einfach ist. Ja, echt, jetzt mal nichts gesagt. Ja, ganz toll gemacht. Toll. Können wir dann einfach eine Katze dahin führen? Ja. Was weiß ich? Die Mästen ausstopfen? Was weiß ich? Ihr kaputtes Radio zeigen oder so? Aber nein. Nee. Ich glaube, das war das Problem. Ich habe das Radio und auch den Spielball. Ja, ich glaube, das war eine Nummer zu viel. Der hat gesagt, okay, ich verbinde mich jetzt mit dem Gegner. Na. Das geht mir jetzt zu bunt. Wo ist er denn jetzt hin? Weiß ich nicht. Oh ja, gut. Hey, du bist im Spielball getreten. Glückwunsch. Na cool. Hä? Achso, also jetzt dürfen wir hier, oder wie? Nee, das ist ja, aber das sind die ganzen Gegner. Ja, dann auf geht's, oder? Nicht, oder? Ja, können wir. Ja, müssen wir ja. Ja, ich glaube auch. Bevor die Gute dann nochmal zum Müll rausgeht und die ganzen Gegner sieht. Hm. Einfach drauf oder irgendwie? Ich denke, ja. Ja, okay, komm. Gut, komm. So, das hat keiner gemerkt. Interessant. Na? Na, jetzt. Was denn? Brauchst du wieder Hilfe? Nee, alles gut. Ich muss nur irgendwie 5-mal nachladen. Warum muss ich so viel nachladen? Auf einmal. So. Ich denke, da war schon was weg hier, die Gegner an Kugeln. Hast du gerade eine Granate geschmissen, oder? Oh. Oh, jetzt hier Locke wieder. Jetzt ah, jetzt das ist haben Locke jetzt dran. Okay. Ey, Locke! So heißt die Katze. Plündern? Plündern? Warum war das dann eben so schwierig? Ja, wir waren einfach an der falschen Stelle. Die hatten uns gleich halt sofort alle. Weißt du, das haben sie ja nach und nach uns erst beschossen. Na. Merkwürdig. So, hier, da ist ein toller Ball. Und das Radio ist auch wieder ganz. Ach, ist das schön. Komm rein da. Na, husch, husch. Möchtest du nicht, oder? Da. Geht. Ja, wenn die KI halt nicht weiß, wie man durch eine Tür geht, oder was? Was soll denn das hier? Oh, Gegner! Achtung, Hubschrauber, glaube ich. Flugzeug, irgendwas. Ja, Flugzeug. Oh, schießt aber auf ein Gegnerflugzeug, also daher ist es vielleicht nicht so schlimm. Habe Sichtkontakt! Direkt unter mir! Okay. Ja, und weg ist es. Na dann. Ich war so besorgt um dich, kleines Scheißerchen. War's das jetzt, oder was? Rede müssen wir mal. Das ist nicht übel für einen, den ich für einen Italiener halte. Ich muss mit dir jetzt reden. Dann mach du mal, ich verstehe schon wieder nicht, was hier los ist in dieser Welt. Ich hab nicht geglaubt, dass ich dich wiedersehe. Ich dachte, du wärst nicht der hellste Stern, aber... Los! Wurde's umgeschossen, oder was? Nein, das mit dem Flieger ist wahrscheinlich, stört jetzt gerade die... Ich kann ja nicht mit der reden und alles. Ja. Hey, Mann. Gut, dass wir sie in den Zaun gelockt haben. Hier, guck mal, der Kiefisch ist jetzt... Prima. Hat sich gelohnt. Hier, Entschuldigung, ich glaube, du musst einen neuen Käfig bauen. Hey, wo bist du denn? So. Komm einfach ins Haus, vielleicht haben wir dann Ruhe. Also das Flugzeug ist down. Hast du gut gemacht. Ja, die Katze dreht am Rad ein bisschen, aber ist glücklicherweise im Käfig. Ja. Den sie kaputt macht, okay. Passiert was, wenn ich die Katze... dann lassen wir das. Ja. Nicht, dass wir die Mission nochmal machen müssen, wenn ich nicht die jetzt umschieße. Aber ich kam auch nicht auf die Idee oder so. So. In Ordnung, kannst gehen, wir sind fertig. Subi, danke schön. Oh, yeah. Ich lebe, aber nicht dank dir. Dankeschön, undankbare Tante da. Ich stehe. So, dafür mach ich dein kaputt hier. Peaches ist ein garstiges Vieh, aber sie ist trotzdem lieber als Mabel.
Ich bin nicht so der Katzenmensch, aber ihr schmeckt Peggy-Blut. Und die sehen sie erst kommen, wenn es schon zu spät ist. Das war ja klar. Ich hab das vermisst, dass man ständig noch wegen allen möglichen Mist zugequatscht wird. Das ist echt so schlecht. Wir haben jetzt die Mission geschafft. Jetzt haben wir quasi auch gespeichert, ne? Quasi sozusagen. Ja. Ich muss es leider ausprobieren, was das Spiel macht. Nein, pass auf. Die ist doch jetzt dein Komplize, die kannst du jetzt benutzen, wie ein Hund oder wie so ein. Ja. Oh je. Ich glaube, darum soll's gehen. Nö, interessiert sie nicht. Doch. Streicheln kann ich so. Da, ein Bär, Achtung. Ist mir egal, ich streichle eine Katze. Och, moi. Och, das ist wieder putzig. Oh, moi. Gut hier. Wie sie da auf der Leiche liegt. Kannst du das auch? Ich guck mal. Nicht bei der Leiche, bei der... Achso, die Leiche streicheln. Ach ja. Schön. Ja, schon schön gemacht. Witzig. So, jetzt komm mit. Wieso? Weiß ich nicht. Ja. Wo willst du denn hin? Ich dachte, die kann man mit ihnen mitnehmen. Achso, die Katze. Ich dachte, du redest mit mir. Naja gut, dann haben wir das auf jeden Fall. Jetzt haben wir da noch die Dr. Sarah Perkins. Ja, hier ist der Schwarzbär Senior. Hab ich schon aufgenommen, danke. Und das Fangzentrum, aber das ist ja eigentlich fast geklärt irgendwie. Oh. Was denn? Gegnerangriff. Da, jetzt kommt wahrscheinlich Peaches in Action. Achtung. Das da ist ein, der verwandelt sich gleich, glaube ich. Ja, Achtung, Peaches. Genau. Peaches ist, also der Gegner ist peachig geworden hier, guck mal. Nein, was soll das denn? Das ist aber, kannst du dir mal sagen, die Katze ist ja, echt... Ja, die hätten doch, ja. Hätte doch sicher euch darüber unterhalten, oder? Ja, vor allem hätte man da noch weitere Peaches irgendwie nachzüchten können vielleicht, aber nee. Jetzt komm, gesunder Kannibalismus. Nee. Nee, ich glaube, die interessiert sich nicht. Oh, da hinten ist noch jemand. Noch eine Katze. Wo ist die denn jetzt hin? Ist sie jetzt ins Haus gerannt? Hier ist ein Puma im Haus. Oh. Oh nein. Oh. Ja, die stand in der Schusslinie. Lass mich einfach hier liegen. Nein. Autsch. Hat denn niemand mehr Manieren? Und da springt sie einfach aus dem Fenster. Hey, ich hab dir gerade das Leben gerettet, nachdem ich es gefährdet habe, aber ich hab dir das Leben gerettet. Also ehrlich, was soll denn das hier, hä? Also machst du doch einmal die Frau da an. Undankbar. Ich hätte mit der Karre weg. Oh Scheiße, was macht die denn? Nein! Das ist nicht gut! Wann bist du denn ins Auto gefahren? Nein! Sie kommt nie im Leben neben an. Tschüss! Oh je, man sollte ab einem gewissen Alter die Führerscheinprüfung nochmal neu machen. Ja, denke ich auch. Also, mit diesen weisen Worten können wir die Folge beenden. Ist das schon wieder ein Chaos, ey? Ja. Ah, normal ist das nicht. Nee, aber dann schauen wir jetzt einfach mal in den nächsten Folgen, dass wir so ein, zwei Missionen abklappern, hier das Gebiet befreien und dann haben wir vielleicht dann mal ein weiteres Holster. Ne? Darum geht es uns ja eigentlich nur. Ja. Umsonst nichts anderes. Nun gut. Vielen Dank fürs Schauen, euer KV.